Hallo und herzlich willkommen zurück im YouTube-Kanal von Azubi zum Let's Play For Honor. Folge 5, Sabotage, geht ja mit Mercy hier los. Ich habe keinen Plan, was mich erwarten wird. Schauen wir es uns an. Kriege enden, dann hält eine lautlose Klinge den Frieden aufrecht. Doch während ein Krieg tobt, ist die Arbeit eines Friedenshüters niemals beendet. Schnell und tödlich. Sie können einen Kampf entscheiden, bevor der Feind überhaupt merkt, dass sie da sind. Tödliche Tänzer mit zwei Klingen für ihre Tanzpartner. Ihr Wissen kann Legenden zerstören oder erschaffen. Na dann. Klingt ja schon mal ganz lustig. Mal gucken. Ja, das ist durchaus okay, wie wir hier aufgestellt sind. Ja, ich bin bereit. 1.5 Sabotage. Bin gespannt, was wir hier sabotieren sollen. Ach, guck. Wir können den Deckungsdurchbruch unseres Gegners selbst unterbrechen, indem wir das selber mit dem Rüstungsbruch ahnden, gegengehen. Wie auch immer. Verrückt, was man hier nicht so alles liest und mitbekommt. So. Unser Heer musste einen Weg finden. Na dann los. Die Wikinger können kreativ sein, wenn sie denn wollen. Kreativ. Können sie jetzt Monet nachmalen oder was? Flatternde Klinge, zweimal links, einmal rechts. Sieht so aus. Okay. Mal schauen. Einige Helden verfügen nicht über eine Standardstellung. Naja, gut. Machen wir mal besser keine Witze drüber. Die Deckung wird nach kurzer Zeit zurückgesetzt. Bewege in der neutralen Haltung deinen Block im richtigen Moment bei jedem Angriff. Ach du meine Güte. Ach herrje, das kann ja jetzt heiter werden. Oh, hallo. Na, dafür lief das aber erstaunlich gut. Guck einer an. Gut, Mensch. Gibt's ja noch irgendwas zum Einsammeln, angucken, zerstören. Doch, hier war irgendwas. Ja, tatsächlich. Holden hätte besser keine Kundschafter vorausgeschickt. Er hätte mich schicken sollen. Warum hatte ich bloß nichts gesagt? Warum soll man dazu auch was sagen? Apollyon befahl mir, den Weg freizuräumen. Und natürlich gehorchte ich ihr. Autschen. Tja, und der nächste, der letzte im Bunde. Ausdauer aller. Oh, trotzdem getötet. Gut, Glück muss man ja auch mal haben. Wir müssen das mit der Heilung und den anderen Buffs mal viel öfter einsetzen. Was ist denn das? Wirf eine Blendgranate. Wir werfen eine Blendgranate. Aha. Ja, dieses Runterspringen wachsamer sein. Macht Spaß. Hier will ich nicht runterspringen. Kann ich hier runterspringen? Steht hier jemand? Hallo? Die Wikinger sollten wachsamer sein. Hast du das nicht gerade schon mal gesagt? So.
einmal den Kopf abgeschlagen. Ugh. Verschaffen wir uns mal ein bisschen Platz, bevor wir hier mit dem nächsten anfangen. Auf geht's. Einmal, zweimal, dreimal. Na, keine Ausdauer mehr? Ich frage mich, wer diesen Wächter verraten wird. Autsch. Lustig. Die kann ja richtig kämpfen. So. Mit der Ausdauer haben wir hier offensichtlich ein kleines Problem. Gibt es hier tatsächlich was zu gucken, ne? Dort lagen ihre Boote vor Anker. Also gab es einen Weg hinauf. Dessen war ich mir sicher. Angriffe füllen deine Rache anzeigen. Das ist immer gut. Die Wolke gut. Des Vulkans hat diesen Ort verdorren lassen. Schwertanz. So, hier war irgendwas, meine ich mich zu erinnern. Ein Secret, eventuell. Geheimer Geheimraum. Oder auch nicht. Holden vertraut diesem Wächter. Nun ja, vielleicht. Hér brandarinn fiskinn og bogaskytuna. Já, má ég sé hann aftur? Das mit der Ausdauer ist ein echtes Problem. Und der Hampelmann da hinten verhaut uns. So. Der Kampfstil liegt mir jetzt nicht ganz so sehr. Merkt man bestimmt auch kein bisschen. Etwas. Ein Emblem-Element. Okay. Apollyon hatte recht. Die Kälte hält die Wikinger im Zaum. Wirklich? Tschüss. Tja. Geht's hier lang? Hast geschafft. Nichts. So, wieder ein paar Wikinger weniger. Schnetzeln wir uns hier oben durch. Aber Merking. Aus Asche zu Asche. Tschüss. Was ist das? Du hast eine Reste-Sammler-Truhe gefunden. Reste-Sammler-Truhe. Klingt wie eine Über-40-Party. Oh, eine Leiter. Gegner? Keine da? Zu dumm? Ah, Hilfe! Hilfe! So. Zweiter Versuch.
Die Wolke des Vulkans hat diesen Ort verdorren lassen. So, sehen wir hier mal noch eben eine Exekution. So, haben wir den auch erledigt. Oh, kein bisschen belastend. Ich habe übrigens keinen Plan, wo wir lang sollen. Ich laufe hier einfach nur irgendwo hin. Ein Gegner da stehen scheint nicht richtig zu sein. So wie auch hier. Leitar flokkar hafa leita hans. Vonandi finna þeir djöfulinn. Ja, Hilfe! Was ist da kaputt? Es ist so kalt. Meine Güte. Das haben wir ja gerade so geschafft. War nicht so toll. Flitzen wir mal in den nächsten Kampf. Das war schon ein ganz gutes Geschnetzel. Schnell mal noch ein bisschen was heilen. Und dann probieren wir uns noch ein bisschen am Parieren. Du hast einen Gegenangriff starten müssen. Aua. Nicht schon wieder. So, komm her, Keule. Umgelegt. Das sieht gut aus. Randa. Es musste einen besseren Weg hineingeben als die Vordertür. Wirklich? Ich hatte schließlich meinen Stolz. Hattest du das? So, hier können wir noch was kaputt machen und einsammeln. Etwas Stahl, okay. Zweifel heißt Tod. Zweifel heißt Tod. Zweifel heißt Tod. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hier die nächsten Wikinger. Ran an den Mann. Und weg mit dir. Mensch, das lief ja richtig gut. Verrückt. Also es scheint, als würde die ganze Übung langsam was bringen. Neben Stahl. Offensichtlich auch noch der Erfolg der Mission. Du hattest eine Idee. Hineinzukommen war einfacher, als ich gedacht hatte. Sind wir schon drin? Das wohl gut sein mag. Moment. Wer baut denn? Also Häuser unten und... Naja. Einer weniger. Die kriegen wir auch noch. Aua.
Ah. Im richtigen Moment drücken. Nicht im falschen. Sonst wären wir getroffen. So. Einer weniger. Ich habe schon den nächsten heranflitzen sehen. Naja, mein Freund. Schon weg. Oh, was ist denn das? Wir können hier irgendwas tun? Ah, schlau. Ich war mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Gut, wenn du dir sicher bist, soll es mir auch sein. Hier. Stahl gefunden. Jedes Mal denke ich an Conan. Na, nicht von hinten. Das ist doch böse. Na. Und tschüss. So. Dann haben wir ihn hier. Komm, wenn du da wartest. Legen wir dich auch gleich auf die Erde. Da kommt mir eine Idee. Dir kommt eine Idee. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach. Daran sollte ich dann wohl auch ziehen. Verriegelung gelöst. Guck an, hier finden wir noch eine Blendgranate. Was haben wir hier? Was wohl passieren wird, wenn ich an dem Hebel ziehe? Der, der den Hebel nicht zieht, schlägt tief fest. Der eine oder andere mag dieses Zitat kennen. Toller Komiker. Wenn ich den Mechanismus richtig verstanden hatte, sollte eine Fahrt mit dem Aufzug nun sehr aufregend werden. Durfte noch eines Handgriffs. Ja, komm, hör auf zu quatschen. Töte lieber erstmal. Und dann können wir uns immer noch drüber unterhalten. Auf geht's. Das lief erstaunlich gut. Das hätte ich nicht erwartet. Hm. Runter, weg, geht wohl immer schneller. So. Bringen wir gleich mein ganzes Gebäude zum Einsturz. Der Weg ist frei. Beeindruckend. Ermutigt sie nicht noch. Tja. Apollyon wird wohl sehr zufrieden damit sein. Und die Missionsbelohnungen stehen an. Mensch, das war's schon wieder. Kiste haben wir gekriegt. Keine Ahnung, was da drin ist. Story Levelaufstieg. Tja, das war's zur Folge 5. Wir hören uns gleich noch den Text an und... Die Festung von Svermgard, mein Ziel. Schon zu lange wurden die wahren Krieger unter den Wikingern von den Ketten sozialer Zwänge zurückgehalten. Von Familien, von Gesetzen. Jetzt würden wir ihre Tore einreißen und ihre Welt auf den rechten Weg zurückbringen.
Und dann beenden wir die Aufnahme, wollte ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ihr könnt ja mal drüber nachdenken, mich zu abonnieren oder irgendwas toll zu finden. Aber das muss nicht sein. Das ist nur so ein nettes Gimmick. Macht's gut. Bis bald.